Herzlich willkommen. Heute geht es darum, wie schalten wir den Beifahrer-Airbag im VW T-Roc ab und beziehungsweise bei VW generell funktioniert es ähnlich bei den meisten Modellen. Die Anzeige für das Symbol haben wir hier in diesem VW T-Roc Cabrio hier oben. Wir sehen, der Beifahrer-Airbag ist eingeschaltet. Ich ziehe jetzt mal den Schlüssel raus, weil den brauchen wir dafür. Den entsprechenden Schließmechanismus, um den Beifahrer-Airbag zu deaktivieren, finden wir nämlich hier draußen. Da ist nämlich so ein kleines Schloss. Da muss ich jetzt rein. Dann drehe ich einmal, sodass der Pfeil auf Off steht, ziehe den Schlüssel raus. Und dann sehe ich da oben noch nichts. Deswegen mache ich jetzt einmal die Zündung an. Wir sehen, er prüft das System. Und jetzt steht er Off. Und wenn wir wieder einschalten wollen, also sprich wir sehen, er ist off und wir wollen ihn einschalten, nehmen wir wieder den Schlüssel, öffnen wieder die Tür, schauen außen auf das Armaturenbrett, Schlüssel rein, einmal drehen auf on und schon ist er wieder aktiviert. Und dann machen wir nochmal die Zündung an. Jetzt prüft er noch, übrigens nur zur Info, also Beifahrer-Airbag, hier steht das auch nochmal, der ist hier dann verbaut. Und jetzt sehen wir, der Beifahrer-Airbag ist wieder eingeschaltet. Das war schon. Gebt uns gerne einen Daumen nach oben oder bedankt euch mit einem Abonnement. Bis bald. Tschüss.